Ja, in dem Sinne, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Letzte Aufnahme ist ein bisschen her, ich weiß. liegt einfach daran, dass mein Hals jetzt halt ein paar Probleme gemacht hat. Ist auch immer noch nicht ganz in Ordnung, muss ich zugeben. Aber ich bin im Moment schon wieder so weit, dass ich nicht mehr nach jedem 10. Wort husten muss. Von daher bin ich ganz froh und mache dementsprechend auch jetzt weiter. So, beim letzten Mal, was haben wir gemacht? Wir haben es geschafft, Ivo, das Vieh und MacGuffin zu befreien aus Motrogas Schloss. Und ja, Nate ist noch daran, Wilbur zu retten. Und wir sind gerade im Ork-Lager und müssen jetzt wohl einen Wettkampf gegen unsere Werte Mazas bestreiten, um halt eben ja, herauszufinden, dass wir hier der wahre Krieger sind von uns beiden. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie wir das machen wollen, aber wir versuchen mal unser Bestes, ne? So, zuerst mal gucke ich aber das Ding erstmal an, weil das Ding sticht mir die ganze Zeit so ins Auge. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Stamm ist. Ein Baumstamm, auf den ein Gesicht gemalt wurde. Vielleicht ist es irgendein Trainingsgerät. Wäre anzunehmen, wird wahrscheinlich für den Wettbewerb gut sein. Sonst noch was? Hier ist noch ein Baum. Ach, das kleine Ding da. Das geht schon als Baum durch. Baumstumpf scheint schon länger so dort zu liegen. Er treibt schon wieder aus. Ach so, das ist ein Baumstumpf. Ups. Ich kann was nehmen. Ich kann Ast abbrechen, okay. Mach ich mal. Ist es nicht manchmal erstaunlich, wie alles in der Welt eine Bestimmung zu haben scheint? Ja, wir wissen nur noch nicht ganz genau, wofür die Bestimmung ist, Und ne? 1 Meter langer gerader Ast. Oh, ich kann die Feder. Die Feder hat einen Sinn bekommen. Ich kann sie dran Schon befestigen. beinahe ein Pfeil. Nur eine Spitze fehlt noch. Ein Pfeil. Das wird ein Pfeil. Wo kriege ich eine Spitze her? Hier, Termiten, habt ihr eine Spitze für mich gerade da? Muss ich alles mal durchgucken hier. Ein Termitenhügel. Die können auch deutlich größer werden. Dieser hier ist ja nicht so beeindruckend. Du bist auch nicht so beeindruckend. Wer spricht da? Hörst du Stimmen in deinem Kopf? Kein gutes Zeichen. Klappe halten. Hier unten, du Affe. Wer seid ihr? Termiten natürlich. Wow. Termiten. Okay. Ich wollte eigentlich sagen, der Termitenbau ist doch eigentlich schon recht groß, finde ich. Aber dann hat die Termite gemeint, was? Termite, please. Ihr könnt sprechen? Ist dir das aufgefallen? Uns gibt es seit 100 Millionen Jahren. Warum sollten wir nicht sprechen können? Ihr Affen habt's doch auch gelernt. Naja. Wieso Affen? Wir Menschen wurden vor 8000 Jahren von einem unsichtbaren Zauberer erschaffen. Und ihr beherrscht den Planeten? Planeten? Ich muss weiter. Bis bald, Affe. Okay. Ja. Okay, also anscheinend ist das mit der Welterstehung und so was nicht ganz hier durchgekommen. Okay, ich kann den Baum nochmal angucken. Wieso? Kann ich mir noch einen Ast abreißen? Der Baum hat seine Schuldigkeit getan. Ich habe einen Ast und für mehr ist er wohl nicht gut. Naja, noch mehr ist also von daher. Und auch noch was. Da oben ist ein Wetterhahn. Das Lager verlassen kann ich ja leider nicht. Ich könnte zum hinteren Teil des Lagers erstmal gehen. Wenn ich das darf. Also, wenn ich mit dem Ork-Täuptling rede, dann wird wahrscheinlich der Wettbewerb losgehen. Darum guck erstmal mal das an. Es ist ein Fest für sie. Sie genießt es, mir ihre Überlegenheit zu zeigen. Naja, ist auch irgendwo was dran, ne? Na, red mal mit ihr. Hallo Sonnenschein. Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht. Da kannst du dich ja nicht aufgeben. Hallo Sonnenschein. Verschwinde! Okay, also viel kommt da nicht rum mit ihrem Gespräch. Dann gehen wir mal ins hintere Teil des Lagers, wenn ich das einfach darf. Darf ich wunderbar. Mal gucken, was wir hier so haben. Huch! Wer seid ihr denn? Ich dachte, hier ist keiner. What? Das war komisch. Ja, dachte ich mir auch gerade. Okay. Der Kerl war merkwürdig. Das ist das größte Zelt hier im Lager. Es dürfte das des Häuptlings sein. Ja, aber sonst lebt hier auch eigentlich keiner, ne? Eigentlich, das ist ja die Sache. Weil irgendwie.
Warum das war? Ich kann die Pfanne angucken. Die Pfanne sieht noch recht gut aus. Auch wenn sie bestimmt schon seit Monaten nicht mehr benutzt wurde. Ja, komm, lass mitgehen. Komm. Ich kann die drehen. Das wird für ein Rätsel wichtig werden, glaube ich. Und hier ist noch ein Schildpanzer. Der Schild einer Galearen-Panzerkröte. Das sind mannshohe Riesenkröten, die hervorragende Rüstungen und Schilde bauen. Okay, kann ich auch drehen, ne? Genau. Ist nur die Frage, was mir das bringt. Das muss ich erstmal noch rausfinden. So, guck ich mal den Schild an. Wahrscheinlich kann ich den auch noch drehen. Ich kann ja alles drehen, glaube ich. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Der Schild ist nicht einmal magisch. Und er hat kein süßes Bärchen hinten drauf. Aber ich kann ihn auch drehen. Es ist noch die Frage, was das bringt. Anscheinend muss ich wohl irgendwie einen Pfeil so abprallen lassen, dass er in die Zielscheibe reinkommt. Eine Zielscheibe. Ziemlich leicht zu treffen. Zumindest von hier. Ja, das ist die Frage, von wo ich schießen muss, ne? Ja, genau. Gucken wir den seltsamen Kerl mal an. Was macht der da? Das ist noch ein Wok. Den kann ich wahrscheinlich auch noch drehen. Das ist so eine Art Bratpfanne aus den Ostlanden. Als Kinder sind wir damit die Berge hinuntergesaust. Wok-WM lässt grüßen, wa? Oh ja. Sehr schön. Okay, drehen wir auch nochmal. Wahrscheinlich ist das alles falsch gedreht jetzt. Das kann sein. Aber macht ja nichts. Ich muss erstmal raus, erst überhaupt so weit kommen, dass ich die Sachen brauche. Hier gibt es sprechende Kühe. Warum sollte es nicht auch sprechende Ziegen geben? Ach so. Okay. Hallo, Ziegenkerl. Ziegenkerl. Reden. Go, Nate, du kannst das. Moin. Wer bist du und was machst du hier? Mein Name ist Jorge. Ich bin fahrender Händler. Gezwungenermaßen. Moment. Wie mein? Ich bin aus Seefels abgehauen. Stimmt. Ich dachte mir, hier bei den Orks müsste es besser stehen als bei den Menschen. Irgendjemand muss diesen verfluchten Krieg doch gewinnen, oder? Darauf würde ich nicht wetten. Ja, leider. Für einen ehrlichen Händler wie mich lohnt sich selbst Kollaboration mit dem Feind nicht mehr. Das ist der Händler aus Seefels, mit dem wir mit Wilbur damals zu hatten. Aber der ehrliche Händler war das damals nicht, also von daher lügt er jetzt erstmal schön. Ah, okay. Wieso durftest du hier einfach so ins Lager und ich musste erst diesen Krempel besorgen? Hey, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich bin Händler. Händler sind neutral. Und diese vermummte Gestalt? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der Häuptling scheint sie zu kennen. Ist kurz vor dir hier angekommen und schleicht seitdem durchs Lager. Aha. Ziemlich verdächtig. Nicht nur das. Der Kerl hat mir auch einige höchst seltsame Angebote unterbreitet. Das schmeckt mir nicht. Vielleicht ist er ein Agent der Erzhexe. Ist mir alles egal. Morgen breche ich auf in Richtung Süden. Vielleicht haben die Leute dort noch Gold in den Taschen. Gut, dann müssen wir den Kerl noch irgendwie ausnutzen. Was hast du denn so im Angebot? Was suchst du denn? Eigentlich nichts. Das habe ich. Viel sogar. Geil. Ganz viel nichts. Was hast du? Was suchst du? Das habe ich. Okay. Also wissen wir noch nicht, was wir brauchen. Genug geredet. Ich habe einen Gnomen zu retten. Ah, wenn du meinst. Stimmt, der Händler müsste doch eigentlich Wilbur kennen noch. Oh, da ist er ja. Was tust du hier? Dir deinen kleinen Gnomenhals retten. Ja, dann los. ich dachte, du wärst vielleicht beeindruckt davon, dass ich mich nicht aus dem Staub gemacht habe. Du hast ernsthaft erwägt, mich hier zurückzulassen? Nein, also nicht direkt zurücklassen. Na. Aber es war ziemlich schwierig, hier reinzukommen. Ich musste ein Schwert besorgen und einen Helm und da waren Erdwichtel und Drachen und so. Ich wusste, dass du mich retten kommst. Oh. Ja? Ja, du hattest ihn in dir. Die ganze Zeit. Du brauchtest nur einen guten Grund, um ihn herauszulassen. Was? Wen denn? Dein Heldenmut. Er steckt in jedem. Aber nur die wenigsten trauen sich, ihn zu zeigen. Es ist nicht einfach, ein wahrer Held zu sein. Oh, Wilbur. Oh, küsst euch. Schon gut, schon gut. Binde mich los. Das geht nicht. Ich muss erst den Wettkampf gewinnen. Welchen Wettkampf? Ein Kriegerwettkampf zwischen mir und Masas. Du bist der Gewinn. Oh, toll. Mit Heldenmut wird es schon gehen. Ja, sicher. Aber vielleicht... Warte hier auf mich. Nicht mehr lang und ich kann dich mitnehmen. Wenn es optimal läuft, sogar in einem Stück. Na, das sind doch gute Aussichten, oder nicht?
Alter. Da gerade, wo Nate dem Wilbur so ganz nahe kam. Ich dachte schon, die knutschen sich jetzt, ey. Meine Güte. Was ist mit dem Artefakt geschehen? Der Ork-Häuptling hat es mir abgenommen und die Kiste dort auf den Haufen geworfen. Wo? Da! Der Häuptling sagt, dass da auf dem Boden sei ein mächtiger Bandzauber, der Diebstahl verhindert. Der dürfte uns Probleme bereiten. Das ist nicht gut. Befreien wir dich erst einmal, dann sehen wir weiter. Okay, also müssen wir den Bandzauber irgendwie brechen. Na, das wird ja schwierig. Hoffentlich geht es Ivo und dem Vieh gut. Das hoffe ich auch. Aber ich glaube, sie können auf sich selbst aufpassen. Alle beide. Ich weiß nicht. In Gefangenschaft bei den Schatten, ganz alleine, gefesselt und geknebelt. Ja, sie können auf sich aufpassen. Keine Sorge, alles gut. Weißt du etwas über den Kapuzenmann? Nein, er schleicht hier herum. Scheint kein Ork zu sein. Was tun wir, wenn er ein Agent der Schatten ist? Wenn er das ist, sollten wir uns lieber beeilen und das Artefakt in Sicherheit bringen. Hast recht. Wäre besser. Bin gleich wieder da. Beeil dich! Ich muss mal für kleine Diplom-Magier. Ja, stimmt. Wenn der sich jetzt in die Hose macht, wäre das nicht ganz so günstig, weil das runterläuft in sein Gesicht und... Igitt. Igitt, igitt. Okay, aber das Gute ist immerhin, dass der Schatten da auch nicht an die Sachen rankommt hier. Weil der Bandkreis wird auch für ihn gelten. Das ist einer dieser magischen Spiegel, die mich nicht großartig aussehen lassen. Tja, oder ist einfach nur der echte Spiegel. Oh, guck mal, da ist ein Skelett. Na du? Hier hängen eine Menge Schädel herum. Dieser hier hat ein Loch. Naja, also eins mehr als die anderen. Darf ich ihn haben? Eine Pfeilspitze aus Stein hat den Schädel durchschlagen. Ich nehme sie mit. Wunderbar, da haben wir die Pfeilspitze. So, direkt dranhauen. Schöner, selbstgebastelter Pfeil. Sehr gut. Ein schöner, selbstgebastelter Pfeil. Ja, durchaus. Gut, dann haben wir den Pfeil schon mal. Was haben wir hier? Das sind Helme. Beim Teutates. Helme. Eine ganze Menge davon. Vielleicht können wir unseren irgendwann dazulegen. Eine beeindruckende Sammlung, aber sie dürfte mir nicht weiterhelfen. Dürfte. Okay. Dann gucken wir uns mal den Bankreis an. Vielleicht finden wir irgendwas raus. Der Häuptling behauptet, das sei ein mächtiger Bannkreis. Von diesem Magier-Schnickschnack lasse ich lieber die Finger. Darum soll sich der Herr Diplom-Magier kümmern. Wäre wohl das Beste. Der Häuptling von diesem... Okay, das Kästchen kann man mal angucken. Egal, ob das darin wirklich das Artefakt des Schicksals ist oder nicht. Jeder will dieses Kästchen haben. Aber erst einmal muss ich mich um Wilburs Befreiung kümmern. Ja, und da kommt immerhin sonst auch keiner dran. Das ist ganz gut. Jetzt haben wir noch einen Korb, ja? Wolle und so ein Zeug. Seltsam. Vielleicht strickt er ja. Hätte ich hier mehr abgehackte Köpfe und blutige Breitäxte und solche Dinge erwartet. Naja, also... Irgendwas muss der Häuptling ja auch machen in seiner Freizeit, oder? Okay, wie es aussieht, war das auch alles hier. Gut. Ja, dann würde ich meinen, wir haben jetzt einen Pfeil. Geh mal zurück. Und guck mal, vielleicht sehen wir den Schatten irgendwo nochmal. Wo ist denn der Schatten denn? Ist der abgehauen? Ach stimmt ja, nur die Krieger dürfen das Lager nicht verlassen währenddessen. Aber das ist bei dem ja kein Problem, weil der ja nicht beim Wettkampf mitmacht. Naja. Gut, da jetzt im Ork-Häuptling und wollen wir mal gucken, dass wir den ersten Wettbewerb hinkriegen. Also, wie läuft das mit den Wettkämpfen? Der erste Wettkampf ist die Prüfung der Kraft. Okay. Oh, schon wieder Armdrücken? Nein! Ihr messt euch in der traditionsreichen Ork-Sportart des Zwergenweitwurfs. What? Ihr stoßt euer Sportgerät, Zwerg, so weit wie ihr nur könnt. Wer ihn weiter stößt, hat gewonnen. Ach so. Dieser Baumstamm da, ist der Zwerg? Korrekt. Okay. Nate, ich würde da weggehen. Ein sehr guter Versuch. Zwölf Fuß. Hervorragend. Das kann nicht so schwer sein. Ja? Wie wäre es, wenn wir den Wettkampf für mich etwas interessanter gestalten? Ich trete mit Handicap an. Du hast dich an ein Äußeres gewöhnt. Wenn überhaupt, ist es ein Handicap für mich. Das bedeutet,
Die ehrenvolle Masas erlaubt dir in jeder Disziplin beliebig viele Versuche zu unternehmen, ihre Leistung zu überbieten. Und wenn es dir ein einziges Mal gelingt, hast du in dieser Disziplin sofort gewonnen. Ah, das ist nett. Von mir aus. Hier mit dem Zwerg. Das ist nett. Okay, jetzt wird's spannend. Ich muss weiter als 12 Fuß kommen. Gegen die Bodybuilderin da. Ja, das habe ich erwartet. Ich habe also beliebig viele Versuche, richtig? Bis die Sonne untergeht. Dann hat der Führende gewonnen. Ham. Ja, das wird lustig. Ich werde das einzig Ehrenvolle tun, das mir in dieser Situation bleibt. Bescheißen, was das Zeug hält. Ja, das ist das Beste. Okay, wie bescheiße ich denn jetzt? Ha. Das Ding wiegt mindestens eine Tonne. Es ist ein massiver Stamm und das Holz hat sich mit Wasser vollgesogen. Mit Wasser vollgesogen, das heißt, ihr müsst das Wasser irgendwie rauskriegen. Okay. Das ist schon mal was zu wissen. Vielleicht hat der Krämer Streichhölzer oder sowas. Mal gucken. Ich finde das hier, wo der Schatten ist. Moin. Servus. Ich müsste meine Muskeln ein wenig auf Vordermann bringen. Hast du Stärkungselixiere? Es gibt strenge Dopingvorschriften bei Kriegerwettkämpfen. Ach, schade. Ja? Und? Ach, ist doch egal. Ich habe nicht einmal mehr einen lächerlichen Mana-Trank. Schade. Ich brauche Streichhölzer. Genug geredet. Ich habe einen Gnom zu retten. Ah, wenn du meinst. Also es ist quasi die einzige Hoffnung, dass Wilbur irgendwas hat, wie ich das sehe, oder? Oh Mann. Mal schauen, vielleicht hat er ja was. Tatsächlich. Ich sollte ihn schleunigst befreien. Ich kann ihn nicht hängen lassen. Oh, dieser Wortwitz. Ich habe mal kurz meine Jalousie zugemacht. Ja, was mache ich denn jetzt? Er hat mit Wasser vollgesogen. Ich muss das Wasser irgendwie rauskriegen, aber wie? Also mit den Sachen, die ich hier geboten habe, auf keinen Fall. Das Maßband, Moment, das geht auch noch. Kann ich das Maßband vielleicht manipulieren? Aber das muss ich beide erstmal ablenken, lass mich glaube ich nicht ran. Etliche zusammengeknotete Socken. Sonst gibt es immer Streit, wessen Füße als Messgrundlage dienen sollen. Einige Händler in Pockmoor haben extra Angestellte mit besonders großen und mit besonders kleinen Füßen. Je nachdem, ob sie Waren ein- oder verkaufen, werden dann mal die einen und mal die anderen genommen. Das ist auch gut. Wenn sie nach Fuß bezahlen, nehmen sie natürlich kleinere zum Verkauf und größere zum Einkauf, das ist klar. Irgendwie muss ich den 12-Fuß-Stoß von Massas überbieten. Ja, das Einfachste wäre natürlich irgendwie, dass ich das... Wie soll ich bitte schön an 13 kleine Paar Socken kommen? Soll ich Wilbur seine Socken abnehmen oder was? Hallo Sonnenschein! Verschwind! Ich da! Ja, okay, da komme ich nicht weiter. Vielleicht hat der Krämer ja ein paar kleine Socken. Mal gucken. Moin. Servus. Hast du kleine Socken? Ach, genug geredet. Ich habe einen Gnom zu retten. Da brauche ich Wilbur's Socken. Kann ich Wilbur's Socken haben, bitte? Ich sollte ihn schleunigen. Ich kann ihn. Nee. Moment, das ist doch. Hier ist doch Wolle. Moment. Halt, oh, ich habe unten irgendwas gesehen gerade. Oder spinne ich jetzt? Hier blinkt doch was. Aber das scheint nichts zu tun zu haben. Ich mag spiegelnde Fläche und was mich daraus ansieht. Okay, das war's mit dem Spiegel auch schon wieder. Vielleicht kann ich nochmal alles andere angucken, dass es weggeht. Egal, ob das darin wirklich das Artefakt. Nee.
Der Häuptling von diesem... Nee, okay. Da ist Wolle. Ich muss... Oh, warte mal. Kann ich... Ich kann keine Socken stricken, oder? Schade. Ich glaube, die Idee ist gar nicht so schlecht. Dass ich irgendwas mit den Socken machen muss.